Trotz FTX-Desaster gibt es einige Krypto-Projekte, die sich in den letzten Wochen relativ gut im Kryptomarkt behaupten konnten. Und eines dieser Projekte ist definitiv Polygon. Die Kryptowährung Matic konnte ja Ende Oktober bis Anfang November zeitweise um über 50% zulegen. Jetzt ist zwar der Kurs dieser Kryptowährung auch durch dieses FTX-Fiasko natürlich etwas zurückgekommen, aber das könnte eine gute Kaufchance sein, denn einige Investmenthäuser, wie zum Beispiel Bernstein, glauben, dass Polygon jetzt schon der Web3-King ist. Und warum das so ist, genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal KitReport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, auch Polygon hat sich diesem ganzen Krypto-Crash, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, nicht gänzlich entziehen können. Also diese Kryptowährung Matic hat um 30% korrigiert und der Grund ist ein eher allgemeiner, schwacher Kryptomarkt und auch der Umstand, dass diese insolvente FTX-Tochter Alameda Research rund 2,9 bis 3 Millionen Matic gehalten haben soll. Und jetzt ist die Befürchtung da, dass eben diese Tokens auf den Markt kommen, aber das sehe ich als relativ überschaubares Risiko an, denn wir sprechen hier über ein theoretisches Handelsvolumen von etwa 3 Millionen Dollar, das verkauft werden könnte. Und laut Messari summiert sich ja das tägliche Handelsvolumen in Matic auf einen mindestens dreistelligen Millionenbetrag. Und daher dürfte, wenn es wirklich so kommt, dass diese Tokens verkauft werden, einen eher überschaubaren Einfluss haben auf dieses Projekt. Ich denke, dass dieses ganze Drama um FTX, um Alameda Research Polygon nur kurzfristig belasten wird. Der Grund, warum Matic in den letzten Wochen so stark gestiegen ist, ist der, dass eben immer mehr Unternehmen auf die Polygon-Blockchain setzen, allen voran Starbucks, Nubank, Reddit, DraftKings und zuletzt hat auch Facebook, also dieser Meta-Konzern, entschieden, diese Polygon-basierten NFTs, also Non-Fungible Tokens, zu unterstützen und zwar auf Facebook als auch auf Instagram. Geplant ist, dass man ein Toolkit veröffentlicht, das diese Instagram-Nutzer dafür verwenden können, um polygonbasierte NFTs zu prägen, zu minten und auch zu verkaufen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für Polygon, denn Instagram ist ja eines der größten sozialen Netzwerke auf der Welt mit rund 2 Milliarden aktiven Nutzern im Monat. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso konnte Polygon in den letzten Monaten so viele neue Unternehmen für seine Plattform gewinnen? Und da verweisen die Bernstein-Analysten auf zwei Dinge, die Polygon richtig gemacht hat. Erstens ist es so, dass Polygon in den letzten Monaten und auch Jahren schon immer wieder Leute von Amazon, von YouTube, von Airbnb abgeworben hat, die insbesondere Erfahrungen in der Geschäftsentwicklung haben und dadurch war Polygon letztendlich in der Lage, jetzt diese großen Konsumermarken wie eben Facebook anzusprechen, erfolgreich anzusprechen und außerdem hat Polygon im Bullmarkt im letzten Jahr diese positive Stimmung dazu genutzt, um ganze Entwicklerteams zu akquirieren, zu übernehmen und vor allem Teams, die Erfahrungen haben mit Zero-Knowledge-basierten Skalierungstechniken wie zum Beispiel Zika-Rollups und dadurch war Polygon oder ist Polygon in der Lage, diese technologischen Barrieren, die teilweise Ethereum ausgebremst haben, zu überwinden und letztendlich ist Polygon heute in der Lage, Millionen neue Nutzer auf seine Plattform zu holen. Dass das mit dem Onboarding neuer Nutzer bei Polygon ganz gut funktioniert, zeigt ein Blick auf die aktuellen On-Chain-Daten, genauer gesagt auf das Adresswachstum in den letzten Monaten. Denn vom 7. Juni bis zum 7. November dieses Jahres kamen ganze 42,8 Millionen neue Unique-Adressen dazu. Das sind etwa 280.000 neue Adressen pro Tag, die hier erstellt wurden. Und das spricht eben für das Wachstum dieses Ökosystems. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kryptowährung Matic entsprechend reagiert und deutlich zulegen kann. Und wie es momentan mit dem Kurs dieser Kryptowährung aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Polygon-Chart in US-Dollar bzw. Matic Network in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 15. November am Dienstagvormittag und wir können den Kurs der Kryptowährung Matic, ist ja das Kürzel von Polygon, bei 94 Cent knapp sehen, also etwas freundlicher, ein Zuwachs von 2% gegenüber dem Vortag und wir können erkennen,
dass Matic seit dem Jahrestief im Juni dieses Jahres bei unter 40 Cent bereits um über 100% zulegen konnte. Also von wegen der Bitcoin zieht alle Coins nach unten. Bei Matic war das nicht der Fall. Und wir haben außerdem ein Golden Cross gesehen, nämlich Ende Oktober, diese 50-Tage-Linie, das ist diese blaue Linie, hat diese 200-Tage-Linie, diese rote Linie von unten nach oben durchbrochen. Das ist natürlich ein sehr bullisches Zeichen und dann ist der Kurs von Matic in den letzten Wochen bzw. Anfang November auch fulminant gestiegen. Das können wir etwas besser erkennen auf dem Binance-Tageschart. Also es ging von Ende November Oktober bis Anfang November um über 50% nach oben auf 1,30 Dollar und dann natürlich durch diese Pleite der Kryptobörse FTX folgte eine massive Korrektur. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ist diese Konsolidierung, die wir aktuell bei Matic bzw. Polygon sehen, zu Ende? Und interessant an dieser Stelle ist, dass sich Matic trotz dieser FTX-Pleite oberhalb dieser 50-Tage-Linie behaupten konnte. Allerdings ist in meinen Augen diese Konsolidierung noch nicht zu Ende. Und zwar deswegen, weil der Trendfolgeindikator MACD, den wir hier sehen, letztes Wochenende einen Bearish Crossover geliefert hat, nämlich am 11. November. Und damit deutet der MACD eher nochmal eine weitere Konsolidierung an. Also es kann durchaus sein, dass Matic nochmal auf diese 200-Tage-Linie bei etwa knapp unter 80 Cent zurückläuft. Der RSE, den relative Stärkeindex, den würde ich eher neutral werten. Also wir hatten Anfang November eine überkaufte Situation bei Matic. Also bitte hier nicht mehr kaufen. Der RSE funktioniert an dieser Stelle ganz gut. Das war auch Mitte Juli der Fall. Auch hier haben wir eine überkaufte Situation gesehen. Auch das wurde wieder korrigiert. Und jetzt sehen wir den RSI, wie gesagt, in einem neutralen Bereich. Das On-Balance-Volumen OBV ist allerdings seit Mitte Juni im Aufwärtstrend. Wir sehen hier auch einen leichten Aufwärtstrend in den letzten Monaten seit Oktober, September, obwohl der Kryptomarkt damals schon in einer Art Bärenmarkt nach wie vor war. Aber Matic hat sich hier nach oben bewegt, beziehungsweise die Großanleger haben hier weiter vorsichtig zugekauft und das spiegelt sich auch im Check-in Moneyflow, im CMF. Auch hier können wir sehen, immer wieder hat sich hier im September, im Oktober und auch im November Kaufdruck bei Matic aufgebaut und das spricht tendenziell natürlich für weiter steigende Kurse und auch das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist weiter im Aufwind, eigentlich seit Mitte Juni und das ist natürlich auch positiv und daher denke ich, dass sich diese Aufwärtsbewegung nach einer kurzen Konsolidierung weiter fortsetzen wird und auch der Wochenchart spricht eher weiter für Matic, denn wir haben hier ein Bullish Crossover im MACD auf Wochensicht und zwar schon vom 18. Juli und dieses Bullish Crossover ist hier nach wie vor aktiv und deutet hier weiter steigende Kurse an. Einzig der MACD auf Monatssicht ist hier noch etwas bearish. Also wir haben hier dieses bearish Crossover vom 1. April, das hier nach wie vor aktiv ist. Also es kann durchaus nochmal sein, dass Matic nochmal auf diese 200-Tage-Linie bei etwa knapp unter 80 Cent zurücklaufen wird. Aber das würde ich eher als Kaufchance sehen, denn Matic bzw. Polygon kommt immer mehr in der Praxis zum Einsatz. Zum Beispiel setzt Indien bei seinem neuen BLR-Flughafen auf Matic bzw. Polygon, möchte hier das weltweit erste Metaverse auf Polygon errichten. Also hier geht es um diesen BLR-Flughafen, genau gesagt geht es hier um diesen Camp Pagoda International Airport in Bengaluru, also das ist das frühere Bangalore und das ist einer der größten Flughäfen in Indien, der quasi digitalisiert wird und dann im Web 3.0 als Metaverse zur Verfügung stehen wird und das ist wie gesagt der erste Flughafen, der diesen Weg geht und der Grund, warum man das macht, ist der, dass man zum einen sein Angebot präsentieren möchte und zum anderen natürlich, dass sich die
Passagiere dann zurechtfinden, denn das ist ein riesiges Areal. Also dieser Flughafen soll im Jahr etwa 25 Millionen Passagiere abwickeln können. Und es geht natürlich darum, dass sich die Leute dann besser zurechtfinden können, dann im Metaverse quasi nachschauen können, wo befinden sich die einzelnen Terminals, wo die Gepäckabfertigung, wo kann ich vielleicht schnell noch was einkaufen und so weiter. Also ihr erkennt den realen Use Case, der dahinter steht, und darum glauben zum Beispiel die Unternehmensberater aus dem Hause Deloitte, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Und wenn das Metaverse in den nächsten Jahren so wie bislang wachsen kann, dann gehen die Deloitte-Leute davon aus, dass das Metaverse im Jahr 2035 bis zu 1,4 Billionen Dollar im Jahr zum Wirtschaftswachstum von Asien beitragen kann. Und das ist natürlich ein riesiges Potenzial, das sich hier auftut. Und warum Polygon gute Chancen hat und welches Unternehmen noch auf Polygon im Web 3.0 setzt, darüber wollen wir jetzt noch vor der Kamera sprechen. Also aktuell sehen wir eine Konsolidierung bei Matic, und diese Konsolidierung kann sich meiner Meinung nach auch noch die nächsten paar Tage fortsetzen, denn nach diesem FTX-Desaster ist natürlich das Vertrauen in den Kryptomarkt erst einmal erschüttert. Ich denke, dass der Kryptomarkt schon einige Zeit brauchen wird, um sich von diesem Tiefschlag zu erholen, aber es ist natürlich auch eine Chance, jetzt in vielversprechende Projekte zu investieren, die langfristig eine Zukunft haben, und da gehört Matic in meinen Augen auf jeden Fall dazu, aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Die weitere Entwicklung von Matic dürfte auch davon abhängen, wie es an der Regulierungsfront weitergeht, und genau darüber sprechen wir dann am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report, denn diese FTX-Pleite hat natürlich die Regierung in Washington auf den Plan gerufen, und was da zu erwarten ist, genau darüber, wie gesagt, sprechen wir am Samstag. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter krypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen, dann bekommt ihr auch die Gewinner und Verlierer jeden Samstag kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema, denn nicht nur Instagram und dieser BLE Airport in Indien setzen auf Polygon, denn zuletzt hat auch Nike, dieser Sportartikel-Gigant aus den USA, bekannt gegeben, auf Polygon setzen zu wollen. Genauer gesagt geht es bei diesem Projekt um den neuen virtuellen Marktplatz namens Dot Swoosh, nennt sich das Ganze, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall sollen auf diesem Marktplatz Polygon-NFTs zum Einsatz kommen. Und der Grund, warum Nike das gemacht hat, ist, dass man eben Nike-Fans dazu in der Lage versetzen möchte, virtuelle Sportartikel, T-Shirts zu entwerfen, die man dann tatsächlich auch in einem Web3-Spiel tragen kann. Und die Idee dahinter ist, dass wenn diese digitalen Entwürfe gut ankommen beim Publikum, dass man diese Produkte tatsächlich als physisches Produkt auf den Markt bringt, im Laden anbietet und damit echte Umsätze erzielt. Und ein weiterer Pluspunkt dieser neuen Web3-Plattform ist, dass man darüber die Kundenbindung stärken kann, indem man den Nike-Kunden, die im Laden kaufen, einen kostenlosen NFT-Drop quasi gibt, und diese NFTs können die Kunden natürlich verkaufen, und damit kann man natürlich die Kundenbindung stärken, und das ist das, worum es bei dieser neuen Web3-Plattform Swoosh geht, dass man eben zum einen die Kunden bei der Produktentwicklung stärker mit einbindet und zum anderen die Kundenbindung durch NFT-Drops quasi stärkt. Also Swoosh ist momentan noch eine geschlossene Plattform, aber in dieser Woche soll die Registrierung möglich sein. Man möchte dann die ersten Nutzer auf die Plattform holen, und im nächsten Jahr, also im Jahr 2023, sollen dann die ersten NFT-Airdrops folgen, und ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr diese Plattform dann auch für die breite Bevölkerung dann offen stehen wird. Und ich denke, dass viele noch das Thema Web3 unterschätzen. Vor allem die Bitcoin-Maximalisten sind ja da überhaupt nicht angetan von diesem ganzen Thema. Also Jack Dorsey hat sich in der Vergangenheit unter anderem sehr negativ geäußert. Aber ich glaube, dass viele, wie gesagt, dieses Thema unterschätzen, vor allem die tatsächlichen Use Cases, die dadurch möglich werden mit diesem ganzen Metaverse. Zum Beispiel könnte man eine virtuelle Tour durch diese Pyramiden von Gizeh zum Beispiel anbieten, sodass man nicht mehr eine lange Anreise und hohe Kosten in Kauf nehmen muss, sondern man kann sich das dann gegen eine kleine Gebühr
ganz in Ruhe im Metaverse ansehen. Dieses Konzept kann ich natürlich dann auch auf Museen, auf Ausstellungen oder auf Konzerte übertragen. Und das ist das oder die Chance, die in diesem Web 3 liegt. Und für dieses Potenzial möchte sich eben Polygon rüsten. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also Polygon ist für mich definitiv einer der Frontrunner im Moment im Web3-Bereich. Ich denke, dass Polygon in den letzten ein, zwei Jahren vieles richtig gemacht hat und das spiegelt sich eben momentan im Netzwerkwachstum, in der Nutzeraktivität wider. Dennoch darf man auch die kritische Seite nicht vergessen, denn etliche Krypto-Kenner verweisen darauf, dass Polygon vom technischen Aufbau her noch eine relativ zentralisierte Sidechain, Ethereum-Sidechain ist. Und das ist auch das, was die Bernstein-Analysten kritisieren, die hier mit diesem Aufbau keine so große Zukunft für Polygon sehen. Und daher kann es durchaus sein, dass sich eben Polygon langfristig eines Tages von Ethereum entkoppelt, quasi als Standalone-Blockchain selbstständig macht. Das traue ich dem Team durchaus zu. Aber im Moment sieht es danach aus, als würde sich Polygon zu einer Ethereum-komplementären Skalierungslösung entwickeln, wovon auch Ethereum letztendlich profitiert. Und daher sehe ich Polygon vor allem im Hinblick auf 2023 als ein Projekt, in das man investiert sein sollte. Darum bin ich auch bei niedrigen Kursen auf der Kaufseite unterwegs. Aber das ist nur meine private Strategie. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das hier ist keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr Polygon im Moment? Glaubt ihr, dass sich Matic dem Abwärtstrend weiter entziehen kann und mit dem Thema Web 3.0 vor allem durchstarten kann? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich, wenn man an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich weiter mit dem Bitcoin, insbesondere wie die Kryptobörsen auf dieses FTX-Desaster reagieren. Und ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.